CorePunk hat jetzt im August einen großen und langen Test laufen. Beziehungsweise jetzt gerade eigentlich nicht, wo ich aufnehme. Warum ist das so? Was ist bisher alles passiert im Test? Was sind meine neuen Erkenntnisse? Und wie geht's jetzt im August weiter? Das und mehr möchte ich euch heute im Video hier mitbringen. Was habe ich neu dazugelernt, während ich CorePunk gezockt habe? Und was habe ich jetzt im August noch vor? Bevor wir damit aber starten, möchte ich euch kurz drei wichtige Dinge auf den Weg mitgeben. Im Laufe des Videos werde ich zwei Keys anzeigen, die geben euch Zugriff für diesen jetzigen Alpha-Test, der am Laufen ist, beziehungsweise demnächst jetzt wieder am Laufen ist, mehr dazu aber gleich. Und dann noch kurz die Info, es gibt unten einen Affiliate-Link, falls ihr das Game anzocken wollt, aber jetzt keinen von diesen zwei Keys bekommen habt. Könnt ihr gerne natürlich, wenn ihr mich supporten wollt, über meinen Affiliate-Link eine Vorbestellung machen. Falls euch der Test im August nicht gefällt, könnt ihr einen Refund beantragen, bekommt das ganze Geld zurück und dann ist die Sache auch erledigt. Auf jeden Fall habt ihr jetzt wahrscheinlich noch jede Menge Zeit, CorePunk einfach auszutesten, bevor es in den Early Access geht, um festzustellen, ob das was für euch ist. Falls ihr Figuren mögt, werde ich demnächst einen Online-Shop aufmachen, in dem ihr einige coole Figuren bekommen könnt. Und wenn euch das interessiert, gibt es bei relics.de/newsletter für euch die Möglichkeit, euch einzutragen. Ihr bekommt dann Gutschein von mir und die Info, sobald es dann losgeht. Das war's von mir jetzt erstmal fürs Intro. Wir gehen jetzt rein in den Lagebericht zu CorePunk Alpha jetzt im August. Gleich zu Beginn gab es da eigentlich ein großes Problem, nämlich so ein Warteschlangenbug. Und da konnte man nicht einloggen. Das wurde aber relativ schnell gefixt, sodass dann auch die ganzen Leute rein konnten ins Game. Und ich war sehr positiv überrascht, als ich mich dann zum ersten Mal eingeloggt habe. Denn ich habe massig Spieler vor mir gesehen. Also war richtig was los hier. Viele Spieler geben CorePunk wohl eine Chance. Und das finde ich wirklich sehr gut, sich das Teil einfach mal anzugucken und auszuchecken, ob es einfach dem persönlichen Geschmack gefällt, anstatt einfach nur drauf zu hören, was ich so von mir gebe oder andere Content Creator. Dann habe ich bis Level 4 erstmal gespielt. Leider kam es dann dazu, dass es einen Vibe gab für die Charaktere, weil es festgestellt wurde, dass es im High-Level-Bereich irgendwelche Balance-Probleme gibt und sie konnten das nicht anders lösen, als wirklich den Progress zu wipen auf dem Server. Das heißt, alle haben ihre Charaktere erstmal wieder verloren und es ging von vorne los. Dann habe ich das auch so gemacht. Ich habe einen neuen Charakter erstellt. Also beim ersten Mal war ich mit dem Schamane unterwegs. Beim zweiten Mal habe ich wieder den Legionär gestartet. Mit dem Legionär habe ich irgendwie ein besseres Gefühl als mit dem Schamane gehabt. Und bin jetzt mit dem Legionär mittlerweile ein bisschen was über Level 5. Mein Ziel ist es jetzt im August noch, mindestens Level 10 zu werden, weil ich mir, wie gesagt, das Spiel auch in diesem Stadium anschauen möchte und sehen möchte, wie fühlt es sich dann an, wenn man durch die Anfangsphase durch ist. Allerdings gab es jetzt kürzlich ein Problem, dass sie die Server tatsächlich offline genommen haben, erstmal einige Bugfixes ansetzen und jetzt, wo ich aufnehme, heute nehme ich auf am Dienstagabend sollen die Server wieder online gehen und dann startet es wieder. Allerdings ist kein Vibe beabsichtigt. Das heißt, man kann mit den Charakteren weiterspielen, die man jetzt zum zweiten Mal da erstellt hat. Das heißt, mein Level 5 Legionär werde ich wahrscheinlich noch haben und dann geht die Sache weiter. Jetzt gehen wir dann mal zu den Feststellungen, die ich mittlerweile für mich einfach getroffen habe, während ich jetzt wieder im Spiel unterwegs war. Ich habe im Detail nicht die Erinnerung bei manchen ganz spezifischen Dingen im Startgebiet, aber ich habe das Gefühl, dass sie noch Dinge gemacht haben, dass sie die Belohnungen verbessert haben bei manchen Quests. Ich kann mich auch irren, aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass die Questbelohnungen irgendwie cooler waren. Besonders was Lebenspunkte-Regeneration angeht, dass das irgendwie noch ein bisschen leichter geworden ist. Also hier, glaube ich, sind ein paar Gegenstände dazu gekommen für den Start, dass man schneller dazu kommt, einfach seine Lebenspunkte wiederherzustellen und somit unterbrechungsfrei in das Early Game reinzukommen. Und das fand ich jetzt erstmal wieder sehr positiv in die Richtung gehend, was ich gesagt habe in meinem vorletzten Video zur Alpha 2, war es glaube ich im Juni. Weil ich habe ja in diesem einen Video versucht, für CorePunk die Sicht
vom Mainstream-Gamer einzunehmen. Und der Mainstream-Gamer halt heutzutage ist eher so, dass er einem Spiel nicht viel Zeit gibt, um überzeugt zu werden. Und hier sehe ich bei CorePunk immer noch so ein bisschen einen Knackpunkt. Klar, vielleicht möchte CorePunk gar nicht den Mainstream ansprechen, sondern eine Nische. Und ich glaube, das geht vielleicht auch in diese Richtung, dass es wirklich sich an MMO-Spiele richtet, die zum Beispiel Vanilla WoW noch kennen, ja? Wo einfach der Weg zu Level 10 doch schon einiges gedauert hat und einiges gebraucht hat, in Anspruch genommen hat. Und so habe ich das Gefühl, dass es bei CorePunk auch ist. Das heißt, CorePunk setzt eher darauf, dass man sich Zeit nimmt, wirklich Zeit nimmt für seinen Charakter, in die Welt rauszugehen, erstmal einige Bäume umzuhaken, erstmal einige Erzadern abzukloppen und Büsche zu durchsuchen nach irgendwelchen Kräutern und Haselnüssen und was weiß ich was, damit man eine Verbindung zur Welt und eine Verbindung zu seinem Charakter herstellt. Der wächst langsam, aber stetig und es wird langsam und stetig besser, einfacher. Beim Ressourcenabbau geht es langsam ein bisschen voran. Wenn man dann zum Beispiel auch zweimal hintereinander die gleiche Ressource abernten kann und zwei Sachen rausbekommt, anstatt nur eine oder gar keine. Und so wird langsam alles ein bisschen geschmeidiger und deswegen bin ich auch so gespannt darauf, wie das Ganze so Level 10 und aufwärts aussehen wird. Das kann ich momentan noch nicht so gut bewerten. Ich hoffe, dass sie weiterhin für das Early Game Maßnahmen unternehmen, dass einfach die Spieler leichter in dieses Game reinfinden, weil ich denke, auch dieses Spiel braucht Spieler, die aktiv unterwegs sind, weil sonst dieses ganze Produkt nicht funktionieren wird. Und deswegen hatte ich zum Beispiel auch mein Video im Juni so gestaltet und ein bisschen mit Kritik versehen, ganz einfach. Aber ich finde, das ist eigentlich eine gute Sache. Ich merke bei YouTube immer wieder, kritische Videos sind ein bisschen so eine Schwierigkeit heutzutage. Man will immer nur das Positive hören. Dabei ist das Kritische meistens auch dafür da, dass es eigentlich besser wird. Und ja, das versuche ich halt trotzdem zu tun. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich immer noch ein bisschen der Meinung bin, dass das Gebiet im Anfangsbereich ziemlich voll mit irgendwelchen Feldern ist, auf denen eigentlich so gut wie gar nichts los ist. Und man ziemlich lange durch die Gegend latscht, wo überhaupt nichts passiert. Und dass manche Ressourcen sich an manchen Gebieten ziemlich ballen und in manchen Gebieten überhaupt oder kaum vorhanden sind. Und das ein bisschen ein unausgewogenes Feeling ergibt in der Early Game Zone. Ich finde, hier ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial drin. Ansonsten habe ich eigentlich Spaß momentan, weil ich versuche auch mein Mindset so ein bisschen darauf einzustellen, zu sagen, hey, investier da jetzt einfach einige Stunden mal rein und schau mal, wie sich das Spiel dann anfühlt, wenn alle Skills da sind, wenn der passive Skilltree da ist, wenn es mit dem Abernten ein bisschen leichter von der Hand geht und so weiter und so fort. Und darauf bin ich jetzt einfach noch gespannt im August. Ich versuche jetzt hier weiter dran zu bleiben, um euch dann, ja, zum Ende, sage ich mal, von diesem Alpha-Test nochmal ein Review zu geben zu diesem Test und euch meine Eindrücke mitzugeben, was denn da so los war und ob ich denke, dass sich dieses Early Game auch lohnt, weil es dann halt vielleicht auch richtig Spaß macht und richtig geschmeidig läuft, wenn man da mal drin ist. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, dass euch dieses kleine Update jetzt gefallen hat und ihr vielleicht doch mal sagt, hey, vielleicht gucke ich mal ins Spiel einfach rein. Refunden, wie gesagt, könnt ihr es. Das Versprechen ist auf der Seite zu finden von Entwickler selbst. Es gibt eine Refund-Adresse. Dazu habe ich auch in meinem vorigen Video die ganzen Details schon genannt. Das heißt, wenn ihr ein neues MMORPG sucht, vielleicht auch mal mit einer anderen Herangehensweise. Jetzt im August habt ihr wirklich noch eine super Gelegenheit, um das auszuchecken. Ich glaube, es geht bis zum 4. oder 6. September. Also tatsächlich wirklich eine Gelegenheit reinzugucken und zu sagen, ja, schau mal, oder ja, ist gut, ist schlecht, habe ich gar keinen Bock drauf, könnte vielleicht was sein, mal sehen. Und damit, Leute, verabschiede ich mich erstmal von diesem Video, von euch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen.